Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplan zu. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Finanztechnisch werden wir heute nichts unternehmen. Allerdings werde ich gleich mal ganz kurz ein Auge drauf werfen, wie viel wir minus gefahren sind in diesem Jahr und vergleiche das natürlich mit dem kommenden Jahr. Und damit sehen wir dann, ob das was gebracht haben, was wir in der letzten Folge getan haben oder nicht. Und ansonsten würde ich mich gerne heute primär hier drauf konzentrieren und natürlich, was wieder im Zoo anfällt. Und wir gucken mal ganz kurz Alpha-Status im Weißschwanz-Gnu-Gehege. Wobei, wir haben doch bei den Weißschwanz-Gnu, wir haben doch alle Tierarten eigentlich aussortiert und da dürfte doch eigentlich nichts oder habe ich da was übersehen? Ja doch, wir haben was übersehen und zwar, wir haben hier 4,3 Jahre Gold. Okay, ich wollte eigentlich gar nichts heute bei den Tieren nachsehen, aber das machen wir mal ganz kurz. So, dann lassen wir das mal ganz kurz frei und dann müsste das schon behoben worden sein. Jawohl, Tier ist hungrig, da kümmern sich die Tierpfleger drum und ansonsten sagen wir wieder tot. Hallo, schönen guten Tag. Komischer Name. Und dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt einfach mal die Tür zu versetzen. Das wird ja nicht so problematisch sein. Und wir müssen natürlich hier noch gucken, dass wir den Weg hier rausbekommen ordentlich. Und das sieht doch schon mal ganz... Warte mal, haben wir hier zwei Teile? Weil dann bräuchte ich mir da keine Sorgen machen. Ja, haben wir. Okay. Das heißt, das Teil können wir nämlich jetzt so ein bisschen rausziehen. Können das hier anpassen. Und hier, das müssen wir wieder ein bisschen reindrücken. Ist das auch so? Oder mache ich da jetzt was falsch? Nee. Okay, das drücken wir jetzt wieder ein bisschen rein. Und dann ist das nämlich bündig. Ich gucke mal ganz kurz hier. Aber das sieht ja schon mal sehr, 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 sehr gut aus. So, jetzt aber. Und da ist es auch bündig. Fast. Okay, warte. Fast. Moment. So, jetzt haben wir es. Okay. Jetzt versetzen wir noch die Tür, den Torbogen machen wir natürlich wieder weg. Das war einfach nur so ein Hilfsmittel. Heißt, die Tür setzen wir jetzt hier hin. Genau, schön hier bündig. So müsste das sein. Nee, Quatsch, noch ein klein bisschen nach links. Einen kleinen Ticken noch nach links. So, sehr schön. Und dann gucken wir mal. Also, wir haben jetzt... wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Okay. Das hier lösen wir erstmal von der Gruppe. Genau. So, und dann ziehen wir das einfach hier hin und wubbeln das so ein bisschen hin und her, ne, damit das wieder nicht so hin und damit das nicht so flackert. Moment. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und das gleiche mache ich auf der Seite. Da brauche ich aber keine Elemente zufügen, weil das ist nämlich übergucklig. Und dann sage ich hier von Gruppe trennen, ziehe das hier hin und sage dann auch noch so ein bisschen wubbeln und dann haben wir doch. Ja, sehr schön. Perfekt. So, was haben wir hier jetzt für ein Element? Was ist das jetzt? Das war so nicht geplant. Okay, pass auf, dann... Warte. Jetzt weiß ich auch, was das war. So, und auf der Seite... Oh, hallo. Ich wollte eigentlich nur... Danke. Zurück. Danke. Und dann... Wieso gehst du da jetzt nicht dran? Wieso gehst du jetzt da nicht dran? So, warte nochmal. Zurück und dann sagen wir... Du sollst einfach nur da dran gehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, dann machen wir das anders. Wie hieß das Element denn? Das Element hieß Kalksteinwandleiste 0,5 Meter. Das kann ich mir natürlich merken. Deswegen sage ich hier Kalksteinwand... Ja, ich habe es direkt gefunden. Kalk. Und dann Kalkstein. Ach nee, Kalksteinwand hieß halt ja nicht Kalkstein. Wand auseinandergeschrieben. Da hatte ich, glaube ich, schon mal das Problem. Dann sage ich hier beenden und sage, wieso gehst du nicht in diese Gruppe rein? Also normalerweise sollte der ja in diese Gruppe rein... Ah, da. Jetzt haben wir es. Okay, perfekt. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz hier, wie heißt das Element nochmal? Schieferdach. Das Schieferdach würde ich dann gerne hier nochmal schon mal hochpositionieren. Eins, okay. Zwei, drei, vier, fünf. So, sieht schon viel besser aus mit dem geraden Weg. Ah, genau, apropos Weg, wir müssen das hier natürlich auch noch verbinden. Machen wir hier einmal, dann hier einmal und hier einmal. Sehr schön. Dann müssen wir natürlich gucken. Ich
glaube, das müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Kleinen Ticken. Und zwar, das ist jetzt mittig. Und das ist nicht ganz mittig. Heißt, wir müssen das hier so einmal von Gruppe trennen. Und dann machen wir das auch mal ganz kurz mittig. Und zwar so. Sehr schön. Und, ach ja, genau. Ich muss sie ja noch rausziehen. Stimmt. Und zwar, warte mal. Die sind ja auf gleicher Höhe, ne? Das heißt, ich sage jetzt hier, das Element und das Element miteinander verbinden. Gehe dann hier rein, sag bearbeiten und dann kann ich die beiden doch gleichzeitig rausziehen. Ist doch viel easier. So, und dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, hat man das so da drüber lappend? Ja, hatten wir. Okay, dann ist das schon mal so richtig. Und hier können wir, okay, das passt nicht so ganz. Schade. Oder? Ah, minimal, Mist. Hätte gerne noch ein Element gespart, aber ja gut, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Warte, dann drücken wir das da nochmal rein und sagen hier, schwupp. So, sehr schön. Ja, haben wir doch alles wieder auf den Urzustand zurückgebracht, nur in schöner. Ne? Anders kann man das nicht betiteln. Dann hatte ich mit dem Dach noch was vor. Jetzt weiß ich nur noch nicht genau, wie ich das da umsetzen werde, weil beziehungsweise bin ich dann noch mit mir am Hadern, denn ich hatte eigentlich erst was vor mit dem Dach. Also eigentlich wollte ich das erschließen und jetzt habe ich mir eine andere Idee überlegt und muss mal gucken, wie das dann aussehen wird. Aber ich glaube, heute zum Dachschluss werden wir nicht kommen, denn wir haben ein Problem wieder. Nein, also denn wir... Moment... So. Oh. Okay, gehen wir hier in das Element rein und sagen dann. So. Okay, das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Da sagen wir dann hier. Nein, ich hatte mir was überlegt. Oder beziehungsweise ich wollte das Dach schließen. So, jetzt versuche ich mal den Faden zu finden. Ich wollte das Dach schließen und jetzt habe ich aber mir schon wieder was anderes überlegt und müssen wir einfach mal gucken, wie das dann aussieht. Okay. So, dann sagen wir hier ein Element. Moment, das setzen wir so hin. Und dann gehen wir hier hin und sagen... Fertig. Sehr schön. Das sieht doch schon mal hervorragend aus. Beenden. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Was machen wir hier blumentechnisch? Ne, blumentechnisch hatte ich mir auch was so vorgestellt in Form von das hier. Ich bin natürlich auch offen und sage, wir können da was anderes hinsetzen. Zum Beispiel Alpen-Johannisbeeren. Nein, ich muss mal kurz gucken. Europäisch hat man, ne? Europäischen Stil, jawohl. Und da gucken wir mal. Also sowas Rundes wäre natürlich auch toll. Würde natürlich auch passen. Und wäre natürlich was ganz anderes jetzt. Man braucht ja nicht jetzt das hier nochmal da aufgreifen. Und deswegen setze ich jetzt einfach diese Rundung dahin. Wobei andersrum, ja, weil ich glaube, das wiederholt sich zu oft, wenn ich jetzt, ne, das hier rübersetzen würde. Diese, ich guck mal kurz, Moment. Ich schau mal kurz, wie das aussieht, wenn ich das jetzt, weil ich habe einfach, wieso ist das alles in einem Gebäude? Wieso ist das ein Element? So, von Gruppe trennen. So, besser. Ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt das hier rüber kopiere, mit dem hier, dass das dann nachher zu kopiert aussieht. Ah, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Nee, wird ja schon nicht, weil das... wohl... Ich bin mir noch unschlüssig. Ja, könnte gehen. Könnte funktionieren. So. Dann ziehen wir das einfach mal rüber. Kann man ja so easy peasy machen. Okay, warte, da müssen wir einen kleinen Abstand noch gewähren. So zum Beispiel. Und das hier setzen wir dann einfach so schwuppdiwupp dahin.
Ich glaube, kopiert sieht das noch nicht mal aus, weil... Pass auf, jetzt kommt meine Logik. Weil das hier ist nämlich näher nach da gedrückt oder beziehungsweise weiter nach da gedrückt als hier. Das zieht ja so ein bisschen weiter raus. Warte mal, was haben wir denn hier schon wieder? Gestresst, Wohlbefinden. Ja, okay. So, dann sagen wir hier... nee, ich wollte das ja gar nicht bewegen. Stimmt, ich wollte das ja hier sagen, euch beide trenne ich von der Gruppe und füge euch beide dieser Gruppe hinzu. Genau. Und euch kopiere ich mir einfach mal rüber. Ganz dreist. Ist das so? Geht da so ein bisschen rein, ne? So wäre das. Fände ich jetzt nicht so hässlich. So, hier würde ich aber sagen, das Element muss halt noch ein bisschen rausgezogen werden. Beziehungsweise auch noch gedreht werden. Ja. So, ne? Doch, gefällt mir tatsächlich einen Ticken besser, als wenn ich jetzt hier dieses runde Blumenelement hingesetzt hätte. Obwohl das jetzt halt, ich sag mal, kopiert aussieht, ist es ja auch. Aber, also, was meine ich jetzt mit kopiert aussehen? Also, keiner wird gucken und sagen, aha, die Blume sitzt genauso wie die da. Das ist 1:1 kopiert. Nein, die werden einfach so in die Flucht reingucken, hier das Gesamtbild sich angucken und sagen, das ist kopiert, weil... Ne, der Blumentopf steht hier, genauso wie da. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, ist halt ein bisschen schwer zu beschreiben. Also, es bringt nichts, wenn ich jetzt die Blumen drehen würde. Ne? Außer du hast jetzt das Video gesehen und guckst dir irgendwann mal den Zoo an. Und dann weißt du, ah, er hat ja da was kopiert. So. Ne, es sieht echt besser aus. So als Eingang sieht das echt gut aus. Und vor allem, wir haben ja hier die linke Seite genauso wie die rechte Seite. Dann hätten wir das nämlich hier auch. Die linke Seite wie die rechte Seite. Dann haben wir hier nochmal gleich. Und hier hätten wir dann Break. Oder wir setzen hier sehr viele Shops hin. Was natürlich auch noch eine Option wäre. Pass auf. Und zwar, ich weiß nicht, ob das klappt. Gucken wir mal. Geht nicht. Steuerung. Klappt leider nicht. Schade. Okay, das würde funktionieren. Wenn ich das jetzt rüberziehe. Ich guck mal ganz kurz. Also wenn das so funktioniert, dann wäre das natürlich super. Müssen wir halt gucken, wie weit wir das da... Gulpi! Jawohl! Gulpi! Okay, warte mal. Das heißt, wir müssten aber hier... Ach nee, Quatsch, nicht das... So, wir müssten aber hier sagen... Nee, Quatsch. Genau. Das Element, diese Mauer, setzen wir hier hin. Und das hier setzen wir dann hier hin. So, noch ein bisschen rausziehen. So. Oh, achso, habe ich jetzt das kopiert? Nicht, okay. Weißschwanzgnu hat schon wieder Probleme. Die Weißschwanzgnus machen echt Probleme, ne? In letzter Zeit. Weißschwanzgnus verschwindet in Nu. Das Weißschwanzgnu. So, was haben wir denn da? Gold und Gold. 4,3 Jahre, 4,6 Jahre. Freilassen. So. Wie sieht es finanztechnisch aus? Abwarten. Abwarten. Bin da noch ein bisschen skeptisch, ne? Weil Anfang des Jahres hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr auch Plus gemacht. Und nachher sind wir richtig abgesackt. So, einmal drehen. Genau. Und dann... Okay. So, ne?
Fest. Wobei. Doch, 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 doch. Muss so. That's fantastic. Und zwar kopieren wir uns das jetzt auch mal und setzen das hier rüber. So. Aber, ich weiß gerade nämlich immer überlegen mit Heads Fantastics, aber ich möchte gar kein Heads Fantastic da drin haben, sondern ein Getränkeladen. Ne, hier kommt auf jeden Fall ein Getränkeladen rein. Heißt, ich gehe hier so. Heads Fantastic. Einrichtung hat keinen Strom. Schauen wir gleich kurz nach. Gästeeinrichtungen. Die Frage ist jetzt, welches Chief Beef? Nee. Gulpi Soda. Ah ja, Gulpi Soda, genau. Das war das. Das war das. So, das setzen wir dann. So, Gulpi Soda. Gulpi Soda. Und dich müssen wir jetzt wieder kündigen, weil du halt leider überflüssig bist. Es tut mir leid. So, ciao. Chief Beef hat keinen Strom? Das ist aber kurios. Warte mal, wo haben wir denn hier Strom? Wasser, Wasser, Strom da. Oh ja. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Wir haben hier gar keinen Strom. Haben wir hier irgendwo ein Stromwerk, was ich mir kopieren könnte? Wo habe ich denn hier Strom? So, normalerweise wäre das ja in der Mitte und das wäre dann hier. Aber das ist kein Strom. Die Mitte davon ist hier. Und da wäre eine Infotafel. Komm, mach erstmal hell und dann gucken wir mal kurz. Hier muss doch irgendwo ein Stromgenerator sein. Wo hatte ich da den Stromgenerator? Wo ist der Stromgenerator? Hä? Muss ja ein bisschen weiß. Also hier weiß ich, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Stromgenerator. Aber ich suche jetzt gerade den einzelnen. Also hier ist ja der Zweiermodul. Warte mal. Ist das der Stromgenerator? Nee. Habe ich den hier? Auch nicht. Hä? Wo ist denn der Stromgenerator? Ich suche den Stromgenerator, den finde ich gerade nicht. Der Stromgenerator, der hat sich verdünnisiert. Wo ist der Stromgenerator? Hier ist einer. Das ist genau die Mitte. So, und hier ist genau die Mitte. Theoretisch da. Ach, ich habe hier gar keinen, ne? Das stimmt. Ich habe hier gar keinen. Ja, lull. Weil, ich glaube, hier brauchte man keinen Stromgenerator. Weil der wird irgendwie von der Haupteingang wird das nämlich hier alles eingespeist. Deswegen brauchte man da keinen. Ja, da hätte ich ja lange suchen können. Aha. Okay, wie machen wir das jetzt? Gepard ist gestresst. Ja, okay. Wir sind noch im Plus. Wir sind noch leicht im Plus. Na, mal gucken. Mal gucken. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen eine Einrichtung. Wo haben wir das leerstehende Gebäude? Was war das denn nochmal? Was hatten wir denn da nochmal? Wo ist das leerstehende Gebäude? Da. Warte mal. Und dann weiter runter. Und da hatten wir... Nee, da nicht, da nicht, da nicht. Das brauche ich nicht. Ich suche dieses Klassik. Hä? Ah, da. Da kommen wir der Sache schon mal näher. Vivarium klein. Nein, das brauche ich nicht. Sondern Mitarbeiterraum klein brauche ich auch nicht. Forschungszentrum brauche ich auch nicht. Ich brauche ein leerstehendes Gebäude. Okay, das ist ein Workshop. Ne, da brauche ich auch nichts von. Tierarztpraxis, Tierpflegerhütte, Toilette, Vivarium. Hä?
Wir hatten doch immer so leerstehende Gebäude. Außenhülle. Ja, warum nicht gleich so? So, das setzen wir jetzt erstmal hier hin. Dann müssen wir das ein bisschen modifizieren. Und zwar, die Markise kann weg. Das hier kann weg. Und das kann weg. Und dann brauchen wir Betriebsmittel, genau. Da brauchen wir dann einen Transformator. So, beenden. Da sagen wir dann einen Mitarbeiterweg. Warte, hier Mitarbeiterweg, genau. Und den ziehen wir dann. Nee, so nicht, Kollege. Nicht so, nur anders. Machen wir den auf 7 Meter. Alles richtig. Und dann gehen wir auf Mitarbeiterweg, sagen wieder 4 Meter und binden dann hier an. Müssen das aber natürlich dem Arbeitsbereich hinzufügen vom Start. Ja, vom Start. Und das hier müssen wir ja natürlich auch noch alles hinzufügen. Habe ich das jetzt hinzugefügt? Ja, habe ich. Okay. Warzenschwein, Wildhundgehege. Ach, das heißt doch gar nicht mehr. Das heißt doch gar nicht mehr Wildhund. Das heißt jetzt Okapi. Ja, das heißt Okapi. Müssen wir mal kurz umbenennen. Okapi. So. Thompson-Gazelle, Okapi, Warzenschwein, alter Verwalter. Und das, obwohl ich in der letzten Folge alle aussortiert hatte. Alle. Okapi. Da haben... Ja gut. Bronze, nichts. Bronze hat 100%. Alles klar. Dann kann das nicht schon mal weg. Hier freilassen. Freilassen. So. Dann die Thompson-Gazelle. Thompson-Gazelle. Die Thompson-Gazelle. Da haben wir schon wieder sehr viele Tiere. Die sind alle erwachsen. Okay, wir haben hier 1,9 Jahre nichts und 4,4 Jahre. Okay, alles klar. Dann gucken wir nochmal kurz ein bisschen drüber. Aber ich meine... Okay, können wir freilassen. Das ging ja letztes Mal nicht. Dann würde ich sagen, lassen wir die auch frei. Fertig. Ciao. Und Warzenschweine. Okay, Warzenschweine, 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 Warzenschweine. So. Da haben wir Bronze und Gold. Das heißt, den Bronze lassen wir frei. Und geht nicht. Hier, 10,1 Jahre. Naja, kann ich auch nicht. Kann ich schon, aber mache ich nicht. Ne? Kann ich einfach nicht freilassen. Geht einfach nicht. So, freilassen. Dankeschön. So. Oh, dass der Weg da endlich gerade ist, ne? Jetzt kann ich beruhigt schlafen. So. Oh. Das muss aber ein bisschen korrigiert werden noch hier. Das können wir wegmachen und das können wir wegmachen. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, kopieren wir uns die einmal rüber. Nee, Quatsch, wir müssen die ja erstmal drehen. So, einmal gedreht und dann können wir das nämlich rüberziehen. Ungefähr so. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ne, dann haben wir hier auf jeden Fall... Komm, machen wir auch noch. Und zwar... so, ne? Ja gut, wir müssen halt die Länge noch ein bisschen anpassen, aber das ist ja nicht so tragisch. Obwohl, warte mal, wir könnten hier eventuell Glück haben, dass wir sagen, wir ziehen das jetzt alles ein klein bisschen auseinander und dann brauchen wir eventuell ein Element weniger, ein Heckenelement weniger. Das wäre natürlich super. Schauen wir mal. So, das ziehen wir auseinander. Ja, guck mal, das passt auf jeden Fall. Easy. So, und... So. Hier passt das auch, ne? Hatte ich gar nicht kontrolliert, aber ich meine schon. Ja, passt. Sehr schön. Ja, cool. Guck mal.
Ne? Und das können wir jetzt erstmal in der nächsten Folge erweitern. Dann können wir hier eventuell noch was machen, da noch was machen. Und das würde, glaube ich, dann alles großartig aussehen. Und hier machen wir eventuell so ein Blumenbeet hin. Da müssen wir noch ein bisschen ausstopfen. Das Dach müssen wir fertig machen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir ja, vielleicht bis spätestens nächste Woche das fertig haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.